bin ein Jazz-Liebhaber. Und das hat auch einen Grund, dass ich in den 80er Jahren noch ziemlich viele Jazz-Bilder gemalt habe. Das heisst von Jazz-Musikern. Und ich habe ja Anfang 70er Jahre zwei Ausstellungen gehabt. Einzelausstellungen, zwei, und eine zusammen mit dem Eugen Bachmann im Kunsthaus in Luzern mit Zeichnungen und Arbeiten von damals, Relief und so weiter und Malerei und hauptsächlich Zeichnung, aber über Festwochen, und zwar Musiker in der Bewegung, klassische Musiker, Orchestermusiker, Dirigenten viel. Und ich hatte aber auch damals sehr ein sehr breites musikalisches Interesse, wie heute, klassisch, moderne Musik und Jazz. Und nicht umsonst ist ja ein Sohn von mir auch Jazzmusiker geworden, Perkussionist, und hat in verschiedenen Big Bands mitgemacht, auch in den 80er Jahren. Selber eine Gruppe gehabt, heute spielt er sehr viel allein. Im Ausland, eigentlich in allen Kontinenten, der Christian. Und das hat natürlich gegenseitig auch ein bisschen geprägt. Er hat auch bei mir im Atelier und im Musikraum gehört ihn spielen. Das ist jetzt ein Bild, das ein bisschen erzählend, eigentlich ein bisschen illustrativ ist. Ich bin dann weg. Am Anfang habe ich, wie das bei mir etwa passiert, dass ich eigentlich vor die Figur gehe und vor die Situation und es dann noch ein bisschen manchmal beim Illustrativen kann bleiben und dann tue ich das weiterführen und tue es dann umwandeln in Rhythmen. Ich zeige jetzt dann nachher noch ein paar Bilder, wo wirklich alles aufgelöst ist in Rhythmen. Ähnlich, wenn ich das schon bei der Schöpfungsgeschichte, wo natürlich das Fliessende, das reinkommen ist, aber in der Musik hat es ja auch etwas Fliessendes. Das ist jetzt eine Ölmalerei. Ich glaube, das ist das grösste Bild, das ich über Jazz gemacht habe. Die anderen sind kleiner. Da sieht man ein typisches Blatt von mir, eine Pinselzeichnung, nur mit schwarzer Acrylfarbe auf weißem Blatt, aus dieser Werkreihe Jazz und Jazzmusiker. Es ist ein Teil von einer Big Band, die da spielt und wo ich dann so von Skizzen weitergeleitet habe und von Entwürfen. Es ist ein ganzer Prozess dahinter, wo ich es beschränkt habe, nur noch auf so rhythmische Formen. Wieder mit der Aussparung vom Weiss. Es gibt Blätter, da nehme ich noch das Rot dazu. Weiss, Rot und Schwarz. Wo es dann nur ein bisschen expressiver wird, also das heisst, der Ausdruck auf dem Jazz noch reinkommt. Bei dieser Werkreihe sind dann hauptsächlich auf Papierarbeiten entstanden. Ich habe auch wenn ich Muradierungen noch gemacht, etwas von Skizzen mehr, die vorausgegangen sind an diesen Blättern, direkt vor den Musiker. Ich konnte dich ausstellen im damaligen Medienzentrum, also Medienausbildungszentrum, wo es Journalisten und Redaktoren und also Radioleute und so weiter, Fernsehleute ausbildet. Der Direktor von dem Zentrum war bei mir im Atelier und hat mich eingeladen für eine Ausstellung. Ich fand, das sei gut für die Leute, die sollen das sehen. Und dann mit dem Thema Jazz verbunden.
Unser Sohn Christian hat dann auch gespielt dazu, an der Vernissage, wenn er das viel gemacht hat, bei Ausstellungen von mir und bei Ausstellungen auch von anderen Künstlern, auch in Kunstmuseen, und zwar nicht nur in der Schweiz, auch im Ausland. Ich habe dann in der gleichen Zeit noch so Bilder gemalt aus dem Alltag und der hauptsächlich Alltagswelt am Bruck und Umgebung. Von diesen Bildern werde ich noch reden. Die sind auch dazu ausgestellt worden in dem Medienzentrum. Da sieht man eine weitere Big Band. Im Schwarz-Weiß. Es wird wieder räumlich. Fläche gelegt. Das Bild ist ja auch Fläche. Jede Perspektive, also Fluchtpunktperspektive, ist ja etwas Illusionistisches. Man sieht auch, dass man auch, wenn man Flächen, Überschneidungen und Flächenformen nebeneinander setzt, dass es eine andere Perspektive gibt, einen anderen Raum, weniger illusionistisch. Dem Blatt zeigt für mich das Expressive. Es löst sich auf. Es ist auch für mich auch das Musikalische drin, von dem Jazz damals. Die abstrahierten Formen da, aber immer nur im Figurativen. Es gibt Blätter mehr von klassischer Musik oder von Opern und so, wo ich dann rein die Stimmung oder ganz verinnerlichte Formen, abstrakte Formen gewählt habe, was es in meiner Seele ausgelesen hat und so gemalt habe. Und hier hat mich halt das Sichtbare von den Musikern, von diesen Typen fasziniert. Bewegungen wieder. Da sehen wir das Bild, wo also in der Bewegung ist. Und zwar als ich von einem Dirigent ausgegangen bin. Es könnte aber auch ein Schlagzeuger sein, so wie es jetzt geworden ist. Die haben ja manchmal auch ein bisschen Parallelen. Das ist auch mit dieser Auffassung von Pinselmalerei, die ich bei den Jazzmusikern angewendet habe. Also, wo ich das Rhythmische im Pinsel Gestus inne, im Pinselstrich, Pinselbewegung reinsetze. Bin natürlich von Skizzen ausgegangen. Ich bin eigentlich von dem Bild hier ausgegangen. Besser gesagt noch von dem Modell. Es ist der Dirigent Josef Gnos, den ich sehr schätze. Er ist ein Freund von mir. Das sind nicht Bilder von Musikfestwochen-Dirigenten, die ich in den 70er Jahren etwa gezeichnet habe. Ich bin auch gerne zeichnen in dem ehemaligen Orchester oder in der ehemaligen Blasmusik, die ich als junger Mann mitgemacht habe. Und er hat dirigiert und er hat die Musik von Sarne in die oberste Spitze, kann man sagen, von der Schweiz gebracht.
im Wettbewerb, der Höchstklasse. Er hat auch gute Leute natürlich in dem Orchester. Und die Bewegung und die Musiker bin ich auch immer gerne zeichnen, wenn ich die Konzerte besucht habe. Und dann habe ich das daheim weitergeführt im Atelier. Das ist ein, ich finde es jetzt ein Bild, das ihn auch noch ziemlich zeigt. Ja, Josef Knusen, so wie es einen Musiker kennt, erleben, ihn kennt, sehen. Und das habe ich dann weitergeführt und da ist eine ganze Werkreihe entstanden von mehreren Bildern. Und manchmal ist es so weit gegangen, dass da plötzlich etwas noch vom Schlagzeuger reingekommen ist. Also, übrigens ist der Dirigent nicht nur klassisch ausgerichtet, er hat auch die Jazzkonzerte gegründet, die in Sarnen immer wieder stattfindet. Er hat also eine ganz starke Beziehung zum Jazz, wie zur klassischen Musik. Dann an dieser Ausstellung, wie ich gesagt habe, wo der Dr. Peter Schulz mich eingeladen hat, im Medienzentrum die Bilder zu zeigen, habe ich natürlich eben auch die Alltagsbilder gezeigt. Die sind aber entstanden, als die gerade noch wiederholen. Auf Einladung von Karl Bühlmann, der war damals noch Kulturredakteur der Luzerner, neuesten Nachrichten, und hat zusammen mit seiner Frau, Isolde Bühlmann, die Galerie Gersag geleitet. Da hat er eine Ausstellung gemacht über den Alltag oder Arbeitswelt in Emmen. Arbeitswelten in Emmen. Da hat mich abgefragt, ob ich da mitmache. Ich habe dann weder Ja noch Nein gesagt, also am Anfang nicht dazu gesagt. Zuerst habe ich gefunden, ja, was soll ich da? Ich war eigentlich ein bisschen ablehnend gegenüber dem. Ja, wollte ich da etwas illustrieren? Ich wollte ja eigentlich meinen Weg weitergehen, ich wollte ja meine Werke und nicht von außen einfach quasi so Themen gestellt bekommen. Dann habe ich aber auch in der Nacht wieder einmal geträumt von diesen, ja, jetzt hin und her gemacht bei mir, und dann habe ich so einen Traum gefunden, ja, eigentlich ist das ja gar nicht so daneben, mich anregen, die Impulse aufzunehmen und dann mal das gar nicht mal schauen. Eventuell passiert nicht mit mir, also dass ich muss sowieso etwas einkaufen, das Einkaufszentrum in Emmen. Und dann bin ich in das Einkaufszentrum, in das grosse damals, und dann hat mich das nicht mehr losgelassen, plötzlich mit dem Hintergedanken, ja, das ist ja heutige Arbeitswelt. Die Leute, die hier arbeiten und der Betrieb da innen, die viele Waren und all das. Eigentlich bin ich gar nicht so gerne in so Einkaufszentren. Ich mache das Licht manchmal ein bisschen verrückt oder ja, ich komme manchmal fast Kopf über. Ich bin froh, wenn ich gleich wieder draußen bin. Aber es ist unsere Zeit, habe ich dann gefunden. Ja. Und dann bin ich heim und es hat mich gepackt. Und ich kann dann verzeichnen, bin wieder her. Dann habe ich verzeichnet, dann gefunden, ich möchte etwas von dem drin haben. Und habe dann irgendwie jetzt auch verstanden, warum der Peter Schulz das zusammenbringen wollte, die Jazzbilder und dann die Bilder von dem Einkaufszentrum. Es ist auch ganze Werkreihen entstanden. Und es ist ja nicht, schlussendlich nicht nur aufs Thema gegangen, sondern für mich war es ja wieder ein neuer Anlass gewesen, Malerei weiter zu führen, die Farbe wieder dazu zu nehmen. Und zwar nicht die umgesetzte Farbigkeit im Schwarz-Weiß, sondern wirklich einmal neu eingehen auf die Farbe. Und dann ist mir auch das sicher, was ist eigentlich Malerei? Ich habe immer wieder die Gedanken, ich reflektiere ja über das, was ich mache. Es ist ja eigentlich ein Ordnen von Flecken, und wir sehen ja eigentlich lauter Flecken
Flecken formen. Also die Leinwand ist wieder da, da ist es jetzt Baumwolle. Da tue ich jetzt die Flecken ordnen, die ich sehe. Beim Aquarell mache ich das auch. Vielfach kann die Aquarell voraus, weil das ist dann die schnelle Studie, die Skizze, die Farbskizze. Und das habe ich dann angefangen und einfach malen. Dann ist ein neuer Werkprozess entstanden. Über die Alltagswelten und über die Arbeitswelten, ja, da innen. Eine andere Wirklichkeit. Aber auch wieder mit der Fläche, mit dem Farbfleck, gibt es wieder den Raum, je nachdem, wie ich den Fleck setze. Und wenn man weiter weg ist, sieht man ja, das Figürliche ist stärker, wenn man näher ist, sieht man nur noch Flecken. Das ist ja das Ordnen von diesen Flecken, das ist für mich Malerei. Und dann darf man den Arbeitsprozess sehen, das ist eine freie, lebendige Malerei. Gar nicht in scharf geradezogene Kanten, sondern es gehört alles dazu. Wenn man auch etwas ein bisschen läuft, je nachdem kann ich es brauchen oder ich kann es nicht brauchen, dann muss ich halt wieder übermalen. Schlussendlich ist dann das Bild plötzlich einfach da. Der Herr Jurf. Und der hat es noch so natürlich Schriften gehabt, die ich noch gut gefunden habe. Ozon. Und man hat dann plötzlich noch so im Bild, das ich auch gesehen habe, oder so eine Art Gedankensplitter reinbringt. Oder man kann das weiterspielen, der Betrachter. Je nachdem, von welcher Sichtweise er denn das her anschaut. Da dann die Modeabteilung. Natürlich nicht überschönt, wie das ja vielfach Mode oder die Werbung auch immer wieder bringt. Ich würde alles überschönen, beschönigen. Und hier, das wollte ich ziemlich wegtun, sondern es ist wirklich rein um Malerei gegangen. Malerei, wo ich aber von etwas herkomme, vom gegenständlichen, figürlichen her. Meine Abstraktionen sind ja meistens so über Beobachtung. In dieser Zeit, muss ich sagen, in den Tagebuchblättern ist es etwas anders. Da kann man fast sagen, das sind es dann Seelenbilder, das Seelenlandschaften. Das läuft ja immer parallel. Da hat mich der Heizungsraum so abgelegt. Ich habe dafür den Heizungsraum, aber das ist natürlich ganz etwas anderes in so einem Warenhaus. Die Röhren und die Apparate dort unten. Das ist mir aber auch vorgekommen, wenn ein Zirkuszelt, das meine ich auch, also ein Industrieraum, aber auch wie ein Zirkuszelt mit diesen Verstrebungen, die Ordnung da innen. Ich habe so Bilder in verschiedenen Grössen gemalt. Sie sind also stark malerisch betont, das freie Malen. Ich schaue ja immer, wenn ich Tafelbilder male, dass ich einen Unterschied mache zum Grafischen. Weil ich parallel bei freier Grafik arbeite, weil ich ja Radierungen mache, Holzschnitt. Da kommt etwas anderes drin, auch von der Technik her. Und hier geht es mir um Malerei. Was ist Malerei? Für mich.
schlussendlich habe ich dir die Bilder gezeigt, alle in der Galerie Gersack. Und noch mehr, also die ganze Werkreihe, sind dann auch verkauft worden. Ich war sehr überrascht. Der Karl Bühlmann war übrigens der Erste, der in meinem ersten Katalog, wo es geht, damals zu meinen Ausstellungen in der Galerie Peter und Paul und in der Galerie, also Peter und Paul in Zug und in der Galerie Verena Müller in Bern 1973 und 1976 hat er geschrieben und dann wieder in der Ausstellung 1975 im Kunsthaus Aarau hat auch der Carlo Bühlmann über mich geschrieben. Das ist aber nicht unwichtig, wenn man so einen, als junger Maler befindet, wo irgend das gute Wort kann ausdrücken, nur einen Zugang zum Schaffen dann hat. Und das Anliegen von einem auch kann, die Worte schreiben, das ist natürlich eine grosse Gabe. Das ist der Karl Bühlmann. Da sieht man meine Frau Pia. Im Hintergrund das Wohnhaus von uns und der Garten vorne. Und Haus und Schür, das ist, bildet ein Gebilde hier, wo ich stehe, ist die Schür, wo wir schon gesehen haben, wo als Atelier dient. Wir haben das Haus kennen und den Platz aus, von der Erbgemeinschaft abkaufen. Das Haus, das Wohnhaus, ist von 1725 und ist dann verändert worden. Innen dran, natürlich renoviert. Wir wohnen heute innen. Und 1898 hat es eigentlich die Prägung bekommen, wie es heute aussieht. Es ist unter den schützenswerten Häusern. Und wir können gut arbeiten da. Nach meinen grössten retrospektiven Ausstellungen, Einzelausstellungen in den beiden Museen in Tatavar, Ungarn, im Domokos Museum. Das ist eine mittelalterliche Burg, die zum Kunstmuseum geworden ist und zum Archäologiemuseum. Und das Museum in Esztergom am Donauknü, auch im Ungarn. Das Palazzo Balint Museum 1990. Und in Tatavar war es 1989. Und später ist es dann auch noch in Budapest gezeigt worden, ein Teil davon. Das sind für mich sehr wichtige Höhepunkte, wenn ich schon einmal gesagt habe, die Wanderausstellung in Ungarn, die ein Jahr gedauert hat. Und in dieser Zeit habe ich natürlich mein gesamtes Arbeiten auch wieder können hinterfragen. Und nachdem habe ich daheim dann aus Feldern, die ich gesehen habe in der Landschaft, draussen, bin auch Ende 80er Jahre und Anfang 90er Jahre in die Wüste, in Juda, in die Wüste Sinai. Ich habe dort selber gezeichnet und gemalt viel. Und viel immer zu Fuß gemacht. Und dann habe ich die Felder gesehen. Und das hat mich angeregt. Dann habe ich eine Zeit lang Felder gemalt. Das Thema Feld, Werkreihe Feld. Es ist auch schon mal in den 70er Jahren gekommen. Die Felder haben mich immer angeregt.
Das hat mich interessiert, die Weiten, auch das Serielle manchmal drin. Ich habe auch die Mauern anschauen, auch Natursteinmauern, die schön gestaltet ist, hat mich fasziniert. Also immer wieder die Felderformen, negativ-positiv Formen. Und das habe ich in Malerei umgesetzt und auch in Zeichnungen. Ich habe dann auch viel mitgemacht in dieser Zeit, in den 70er Jahren hauptsächlich und in den 80er Jahren und Anfangs 90er Jahren bei den sogenannten Weihnachtsausstellungen, später jetzt geheissen Jahresausstellungen von der Innerschweizer Künstler- und Kunstmuseum in Luzern. Ich habe 21 Mal dort ausgestellt, bis ich dann selber einmal Juror geworden bin, zur Zeit von Martin Kunz, der hat das Museum geleitet nach dem Jean-Christophe Ammann. Und mit ihm zusammen habe ich juriert in Luzern und in Sarnen und in Altdorf und in Einsiedeln und in Zug für die Innerschweizer Künstler, Zentralschweizer Künstler. Wir haben etwa eine Woche juriert, all diesen Orten. Und dann sind sie zusammengetragen und dann ein Jahr darauf hat es eine Folgeausstellung gegeben. Und das hat mich irgendwie so beschäftigt, wenn wir Kollegen jurieren und so weiter. Und ich war gar nicht mehr überzeugt vom Ganzen. Von dem System. Ich habe dann auch den Vorschlag gemacht, man sollte doch eigentlich Gruppen einladen, das heisst, kleinere Gruppen zeigen und die aber einladen. Und von professionellen Künstlern und die Abgänger von der Kunstschule, die sollte man auch mal einladen, einmal einfach die, damit man die sich vorstellen kann, aber auf Einladung. Das sind ja alles professionelle Künstler und nicht durch das ganze Prozedere immer wieder frisch durch die Jury gehen mit den Amateurleuten und so weiter. Also das hat man können vereinfachen, indem man immer eine Gruppe gezeigt hat und ein Jahr die und ein anderes Jahr wieder die anderen und die 5-6 Jahre wären dann die anderen, die früher wieder zum Zug kommen und so weiter. Also das hat mich sehr beschäftigt und die Konsequenz ist daraus gewesen, dass ich dann nachher nie mehr mitgemacht habe an solchen Jahresausstellungen und eigentlich bis heute so etwas nicht mehr mitmache. Ich stelle aus, heute auf Einladung. Die Galerien sind mir meistens drei bei denen, die ich ausstelle. Und dann gibt es weitere Einladungen aus diesen Ausstellungen. Und das ist am angenehmsten. Und dann weiss man, die stand dahinter. Und es ist nicht so rein ein zufälliges Spiel. Ja. Wo aber die einzelnen Künstler psychisch recht kein fertig machen, sage ich es mal so. Und das ist, finde ich, nicht so gut. Also, und das ist auch der Grund, warum ich immer so mitgemacht habe bei solchen Ausstellungen. Das darf ich in dieser Gelegenheit auch noch Novelle sagen. Jetzt, aus diesen Arbeiten hier sind natürlich auch Zeichnungen gewachsen. Das sind so Zeichnungen. Ja. Muss ich markieren. Wieder Pinselzeichnungen. Ich komme immer auf die Pinselzeichnungen zurück. Eigentlich merke ich hier bei diesen Feldern auch eine Verwandtschaft zu dem Ordnenden, dass mich das Serielle weil mich ein bisschen fasziniert hat, die Ordnungen, so wie ich früher in den 70er Jahren die Wolkenbilder geordnet habe. Die Serien daraus entwickelt. Die kann man einzeln anschauen, einzeln als Bild. Oder man kann sie zusammennehmen. Meistens habe ich so vier zusammengenommen, so vier Reihen gemacht. Manchmal mit einem kleinen Abstand. Manchmal habe ich so zusammengestossen. Ich habe dann auch
Bilder gemalt, die noch ein weniger hart sind in der Form, weniger grafisch. Ich habe sie im Holzschnitt auch weiter geformt, weiter geschnitten. Es gibt auch Radierungen, die nur noch mit der Linie, die aus der Linie gestanden sind. Also Felder, das sind eine Art Landschaften. Katzluzern Kunstmuseum. Von meinen Felderbildern bin ich dann weiter auf die sogenannten Energiefelder. Das ist wieder eine Wegreihe, die mich eigentlich bis heute, bis ins 2000 und drüber und ja, bis 2010 und drüber beschäftigt. Also Anfangs 90er Jahre sind die entstanden. Energiefelder, Ruhe und Bewegung bei Ausgängen von Landschaftsansichten, aber in einer ganz unkonventionellen Art habe ich die gemalt. Der Pinselstrich ist wieder wesentlich geworden. Die Schichten übereinander. Man sieht hier rechts ein Bild im Hell-Dunkel mit der Landschaft von Zug aus gesehen, über den See in die Innerschweiz, Pilatus und das ganze Panorama weiter. Dann von das Gelbe da von Kästen an Bäumen bis zur Nase, Bürgerstock und Fitzneuer, Stock und so weiter. Und dann Pilatus natürlich, mein Hausberg von Horb. In den 80er Jahren hatte ich viele Wandbildaufträge. Das heisst, der Wettbewerb und der direkte Auftrag habe ich die Fresko als Ecobilder malen. Eigentlich Wandbilder. Und parallel dazu habe ich meistens von den Entwürfen, die entstanden sind zu diesen Wandbildern, auch Aquatinta-Radierungen gemacht. Dann hat mich das konstruktive Naturtechnik natürlich interessiert. Auch die Technik in der Natur, wie die Natur gestaltet wird. Von den Landschaftsgärtnern, von den Bauern, aber auch von den Ingenieuren und so weiter. Und ich habe dann eine Reihe Aquatinta geschaffen. Das ist jetzt etwas, was so parallel entstanden ist zu den Wandbildern, die ich für die ehemalige Kantonalbank-Filiale in Kenz gemalt habe, raumbezogen. Die sind dann später verändert worden. Das heisst, nicht Bilder an sich sind eigentlich die gleichen Bilder, aber etwas anders gesetzt und auf Tafeln gemalt und demontiert. Und vorher waren sie direkt auf Kalkgrund gemalt. Jetzt, das ist eine Aquatinta-Radierung. Und Aquatinta, die ich mit verschiedenen Erzigen, Salpetersäure, auf Zinkplatten erze, die ich also wie abdecken tue, ich habe meistens einen Entwurf nebendran, wo ich eine Art Negativform male. Positivform lasse ich offen. Und es ist so fast das zu vergleichen mit Batik. Das ist ganz eine andere Art
auf Seiden natürlich, aber ich muss auch immer abdecken, wie bei Batik, wo man es mit dem Wachs auf den Seiden abdecken tut. Dann ich hier abdecken mit Asphaltlack, dem säurefesten Lack auf Zinkplatten. Man kann auch Kupferplatten nehmen. Und dann habe ich vorher ein Kolophonium drauf gestreut. Es gibt das Korn, das überhaupt die Platten ein bisschen körnig wird und dass die Säure sich zwischendrin fressen kann. Und das Hell-Dunkel ist eigentlich nur mit der Ätzung erreichbar, dass die verschiedenen Tiefen, die in Platten, je nachdem, ob die Säure mehr oder weniger gefressen hat, gibt es ja einen tieferen Grund auf der Platte oder einen weniger tiefen. Und der tiefe Grund nimmt dann mehr Farbe auf, mehr Schwarz. Und es wird dann dichter, das Schwarz. Es ist also das gleiche Schwarz, das ich hier hell dunkel herbringe, mit den verschiedenen Grautönen. Das sind also die Säureätzungen. Einfach jetzt von der Technik her. Ich habe ja immer gerne auch Nachtbilder gemalt und das hell dunkel und das Schwarz-Weiß ist mir ganz wichtig, immer wieder. Das sieht man ja auch in den Bildern, die ich zeige. Die Wandbilder sind farbig, oft in der Spektralfarbe, intensiv, kommen natürlich durch die Kalkfarbe, mineralische Kalkfarbe, etwas Pastellmäßiges über, auch etwas Feines, es ist nicht so plakativ, hart, Farbe. Und bei der Radierung ist es natürlich nochmal anders, da verwende ich wenig Farbe verwenden. Weil es hell dunkel ja Platten dann ergibt, die Ätzung. Das ist jetzt von einem parallel dazu von einem Musiksaal, Kammermusiksaal, Soller in Kriens, Pianohaus Soller. Dort innen ist der Kammermusiksaal entstanden und das sind Radierungen, die ich dann gemacht habe. Der Kammermusiksaal ist wieder intensiver in den Farben, mehr die sonnige Spektralfarbe wieder verwendet. Und hier in der Radierung ist es zurück genug, manchmal auf zwei, drei Farben. Je nachdem, manchmal sogar nur noch zwei. Und sehr dunkel wieder durch die Ätzung. Also rausgewachsen aus dem Wandbild. Und das Wandbild ist damals, ja, wie hier auch die Radierung, entstanden aus Skizzen, die ich gemacht habe während der Musikfestwoche Luzern, Anfang 70er Jahre, wo es ja Ausstellungen gab, Einzelausstellungen im Kunsthaus in Luzern zu der Musikfestwoche. Zweimal allein und einmal mit dem Eugen Bachmann. Wir sind zusammen am Zeichnen, Bewegungsstudien gemacht. Ich habe das schon auch einmal erzählt in einem Filmabschnitt. Und die Bewegungsstudie habe ich dann mitgenommen auf Sizilien und habe dort in Sizilien mit Anregung natürlich von der Landschaft von dort und so weiter, habe ich gefunden, ich mache eine Musiklandschaft, eine Orchesterlandschaft, die Musiker in der Bewegung und die Zwischenformen, die es dann ergibt und wo ich dann wieder gesetzt habe. Alles ist also aus diesen Musikern verbunden mit der Landschaft ineinander verwoben. So entstanden, komponiert. Ich zeige jetzt natürlich hier nur eine Grafik, also nicht das Wandbild, das kann man anschauen, in einem anderen Film von mir, über Kunst am Bau, Sakrale und profane Werke. Oder im sakralen und im profanen Raum. Da gibt es einen Videofilm von Damian Heini, wo die Wandbilder alle gezeigt sind. Das sind wieder die Aquatintablätter. Es ist eine Musikalität drin. Aber eben ein bisschen mit dem eher konstruktiven Element drin. Seht ihr mal, Kunstkritiker Niklas Oberhaupt zu geschrieben, sehr bezeichnet und gut eigentlich.
Es ist eine die kontrollierte Spontanität sich bei mir immer wieder drinnen. Und da ist natürlich das Bildarchitektonische stärker betont, wo ja dann auch gut Bezug auf die Architektur vom Ort. Hier ist es rausgewachsen aus dem Bild von der landwirtschaftlichen Schule in Giswil, von aussen. Wieder ein Fresko al Technik Malerei. Fresco al Secco, wie ich sagen. Und da hinten der Giswiler Stock und dann die Bauernfamilie, die Bauern beim Arbeiten. Wenn man es länger anschaut, sieht man es. Traktoren, Maschinenwelt, dann der Alpaufzug oder Alpabgang. In die Ordnung von diesen Parallelen hineingesetzt, wo ich sehr viel damit arbeiten tue, Felder. Es ist hier natürlich nur einmal in diesen Aquatinta-Blättern noch abstrakter als die Zeichensprache am Wandbild, aber eine figurative Zeichensprache. Man kann sie also lesen. In der gleichen Zeit, als ich auch den Musiksaal gestaltet habe, den Kammermusiksaal. Man merkt das natürlich, dass das ineinander hineinfließt, die Auseinandersetzung. In den 80er Jahren, Anfangs 80er Jahren. Es hat mir auch gut getan, parallel, manchmal auch fast ein bisschen im Gegensatz. Also ich verstehe das jetzt aber positiv zu den freien, expressiven Parastationen, die ich gezeigt habe. Oder auch wieder zu den Jazzrhythmen, Jazzbildern. Da ist das entstanden, da hat Pistor, die Kommission und Pistor, das ist der Betrieb, der die schweizerische Bäckermeister und Firmen beliefern mit Mehl und Produkten, die die Bäcker brauchen. Und da haben sie das gesehen von der landwirtschaftlichen Schule und gefunden, hey, das würde auch so gut zu ihnen passen, das Bild. Und da habe ich noch eins geschaffen, ein Wandbild für Pistor, für die Architektur rein. Das ist wie ein Bild im Bild, die Landschaft rein und draussen, wie das entsteht, was sie da alles gewinnen aus der Natur, die Nahrungsprodukte, Mehl und Korn und so weiter. Und es ist auch sehr farbintensiv im Wandbild und hier ist es zurückgenommen. Ganz auf eine Stille. Grafische Hell-Dunkel-Arbeit. Ende 80er Jahre und Anfangs 90er Jahre bin ich angefragt worden vom Obwalder Industrie- und Gewerbeverband, ob ich zum Jubiläum von 1991 etwas arbeiten könnte, was sie dann euch herausgeben können. Und sie haben eine grosse Ausstellung gemacht. Da war ich angeregt, also eben an diesen Aquatintablättern gearbeitet und habe dann gefunden, ich möchte aus diesen Aquarellen, die ich immer male, zufalten, sehr viele immer Aquarellen, sei es am Sarnersee, oder sei es auf Melchseefrut oder in anderen Alpen, aber dort, die zwei Orte sind jetzt die hauptsächlichsten. Und ich bin auch viel auf dem See, rudern. Und dann habe ich gefunden, ich möchte etwas machen mit der Landschaft. Und zwar, wenn ich sie erleben kann, auf dem See, ringsum die Bergwelt. Und dann kommt man eine Art Zentrum über. Hier ist Stanser Horn, man sieht das dann. Und dann kommt der Pilatus hier hin. Und da geht es weiter.
bis die Sachselberge kommen und Giswiler und ja, bis zum Giswiler Stock wieder und ringsum die verschiedenen Perspektiven im Kreis. Wie man es auch auf dem See kann erleben, wie man sich drehen tut. Und dann hat das ergeben mit diesen Hügelformen und so, wie eine Eiform in der Mitte. Und wenn ich das drehe, mal auf die andere Seite, die Sättigung, die das auch macht mit diesen Bildern, wo es also nicht das unten und oben ist nicht immer so eindeutig da gesetzt, dann ist das hier wie eine Schweizer Karte, eine abstrahierte, vereinfachte Schweizer Karte. Und in der Mitte die Eiform. Wir wissen ja, dass die geografische Mitte von der Schweiz die Alte Alp ist, also ob Sachsen. Das ist also gar nicht so daneben, dass ich das so gemacht habe. Und dann habe ich das Kreuz drin, das kann man als Schweizer Kreuz anschauen, zugleich als die Himmelsrichtige. Es wird dann zum Meditationsbild verschieden. Es gibt auch Klöster, die das Bild drin haben. Und es ist ja in mehreren Blättern rausgekommen, also in einer Auflage, nummerierten Auflage. Hier habe ich jetzt Zustände. Die Zustände heissen, also will ich die verschiedenen Farben setzen. Das heisst, ich habe die gleiche Platte und die gleiche Komposition, die gleichen Ätzungen, die Formen, bleibt immer gleich, aber ich tue es verschiedene Farben. Und dann kann ich verschiedene Abzüge machen, man sieht es da. Und dann kann ich die Platten neu drehen, hier habe ich jetzt Schanzhorn oben und da habe ich es auf der Seite, je nachdem, wie man sie auch drehen kann. Und so gibt es ganz verschiedene Bilder. Es gibt dann wieder Unikat, Farbunikat. Nicht in der Komposition, ist es die gleiche. Ist ja auch von der gleichen Platten entstanden. Und für das Jubiläum 1991 habe ich dann natürlich geschaut, dass ich ein Blatt wähle. Das heisst, wir haben es dann miteinander gewählt, auch mit dieser Kommission, mit den Leuten, die da verantwortlich noch waren, die wir den Auftrag gegeben haben. Und dann habe ich dann geschaut, dass die nummerierte Auflage ähnlicher wird. Also ich muss sagen, ähnlich. Es hat gleich jedes Blatt ein bisschen andere Nuancen drin, weil das ist ja jedes Mal von Hand aufgetragen, von Hand abgezogen. Es ist nicht einfach wie bei einem Buchdrucker, eigentlich wie bei einer Lithografie, wo man eine Serie durchlassen kann. Es ist also keine Lithografie, es ist eine Aquatinta-Radierung. Und da muss man jede Platte wieder neu behandeln, neu einfärben. Und das ist also interessant, das fasziniert mich mehr als bei einer Litho. Ich bin eigentlich ein bisschen weggekommen von Litho. Ich habe ganz wenige Lithografien gemacht. Aber sehr viele Aquatinta-Radierungen und Erzradierungen und alle Arten von Radierungen. Und dann natürlich auch Holzschnitt. So, ist das wieder so ein Blatt. Und gleich darauf, nach 1991, ist eine weitere Anfrage gekommen von der Horber, Vierwehr, wo etwas so, ja, wo wir haben wollen, wobei sie haben das Blatt nicht kennt. Übrigens von diesem Blatt für Obwalden. Hat es dann noch Interessenten gegeben, und zwar bis auf Österreich. Und dann haben sie mich gefragt, eine Firma, die Schmuck macht und ja, verschiedene andere Produkte auch noch von Innsbruck, ob sie das übernehmen darf, ob sie das dürfen, zum Relief machen. Dann habe ich gesagt, das geht nicht, das kann man nicht einfach übernehmen. Und bin eigentlich nicht eingestiegen. Ich habe gesagt, ich komme euch so etwas entwerfen und wir können das miteinander entwickeln in Innsbruck. Und dann ist ein Relief entstanden.
ein Multiple, das Swarovski rausgegeben hat. Und die haben das Multiple mit mir zusammen in Innsbruck hergestellt. Aus dieser Grundkomposition, die ich gezeigt habe, das muss ich mal zeigen. Ich rede eigentlich jetzt ja, aus dieser Grundkomposition. Und es ist dann auch intensiver in der Farbe und ist zum Relief geworden. Und das Multiple ist gestiegen im Wert. Man hat das günstig erwerben an dieser Ausstellung Gewerbe und Industrie 1991 und ist nachher um das Zehnfache, und zwar etwa 8 Jahre später, verkauft worden. Um einen 10-fachen Preis. Die haben das in Aktionen gegeben und so weiter. Und die Swarovski sind ja überall vertreten, in allen Kontinenten. Und es muss heute noch ein Steuer sein. Es ist also sehr eine Wertsteigerung gegeben. Die, die das Relief haben, können Freude haben. Jetzt, noch dem. Also die Horber Feuerwehr, die hat mir den Auftrag gegeben, mich angefragt, ob ich etwas mache. Ja, und wie es so ist, ich bin ja eigentlich nicht so in erster Linie der Auftragskünstler. Ich bin ja nicht der Grafiker, ich will nicht sagen, gegen den Beruf. Meine besten Freunde sind ja zum Teil auch Grafiker. Aber ich frage mich immer, ja, was kann ich aus meinem Arbeiten nehmen, wenn so etwas eine Anfrage kommt, so einen Auftrag. Und dann bin ich natürlich noch bei dem Obwalder und habe gedacht, ja, das könnte ich doch machen hier mit der Horberlandschaft. Oder? Und dann das Egli drinnen als Wappen, eine Art von einem anderen Horberwappen, das Egli. Und dann die Flammen, bezogen auf Feuerwehr. Das kann man verschieden anschauen, aber es sieht aus wie ein Teller, das Egli drauf und so weiter. Aber man kann es ja ganz lustig sehen, aber man kann es auch ganz ernsthaft sehen. Im Schwarz-Weiß wird es natürlich zu einem Nachtbild und ich mache ja zuerst immer schwarz-weiße Aquatinta. Dann hier wieder ein anderes Blatt, auch wieder mit dem Egli, dem Horber-Egli und Pilatus in der Mitte und dann ringsum auch wieder das Panorama. Horberbuch, Stanser Horn und das Panorama, wie man es hier kann erleben in Horb. Und dann alle habe ich auch in die Farbe gebracht. Jetzt heisst es mit feurigen Farben. Und dann habe ich auch wieder eine Art Unikat gemacht, verschiedene Farben. Ich habe dann schon geschaut, wie man natürlich das dann verwendet als Geschenk für langjährige Mitarbeit bei der Feuerwehr. Muss ich so ein bisschen anstreben, dass es ein bisschen ähnlich wird in den Farben. Aber es ist jedes eigentlich auch wieder ein Unikat, weil ich tue das abwandeln, farblich. Es gibt Nuancen, die anders sind. Rein in der Farbe haben sie sich am Schluss natürlich zu einer Platte entschieden. Dass das quasi das Feuerwehr Bild wird von Horb. Ich könnte natürlich allein über den Arbeitsprozess einmal reden. Aber es geht jetzt ja hier ums Bild. Das ist jetzt ein ähnliches. Dann ist eine ganze Werkreihe entstanden bei diesen Energiefeldern, wo es von mir Bilder gibt, Ölbilder gibt es da, wo ich mit dem Strich arbeite, mit dem Pinselstrich und das übereinander geschichtete. Dann wollte ich zeigen, also die Energie auf der Bildfläche gezeigt wird, die Spuren vom Malen.
die Energie, als Energie von, in der Landschaft etwas Unsichtbares sichtbar machen. Dann habe ich gefragt bei der Platte, wie kann ich das? Und dann habe ich plötzlich gefunden, mit der Stahlbürste habe ich dann auf die Striche hineinziehen auf die Platten und habe sie einfach kratzen. Und da ist jetzt der Pilatus-Truhe von unten der Torberbucht und ein Stanserhorn. Das ist übrigens die Form, die ich im Relief habe, im Wandrelief, im Gemeindehaus von Horb. Dort ist ja das aus Holz und den Holzelementen, die so wie überhängend sind. Man kann eine Felswand assoziieren. Man kommt Erinnerungen an die überhängenden Felsblöcke, an Torber. Hügel, ich bin auch auf Torberhügel eingegangen, ich habe das auch angeschaut. Und oben ist dann beim Relief oben die Landschaft drin. Es ging jetzt also da weiter. Mit dem Pilatus, mit diesem Eisberg und so weiter. Und das ist eine Lichtenergie, die mich dann später, 10 Jahre später, sehr stark beschäftigt. Mit diesen Nordlichtern. Ich bin mir eine Vorahnung schon da. Mit diesen Lichtern. Dann habe ich auch natürlich die Wolken, die immer eine wesentliche Rolle spielen bei mir. Manchmal nur noch eben das früher sogar nur noch mit den Wolken gearbeitet habe. Hier ist es jetzt Wolken und die Landschaft unten. Das kommt immer wieder ein bisschen vor. Wieder von Kästenbäumen. Ausgesehen, der See, Nase, Bürgerstock, Pilsneuer, Gerseierstock und oben eine grosse Fläche, das Wolkengebilde. Die Wolke, die symbolisch auch für das Göttliche und die Wolke, die mir sehr sympathisch ist, ist natürlich immer das Verändernde, das immer in dieser Wolke drin ist. Man kann es nicht fassen. Es ist immer wieder anders und man kann vieles lesen, das Wetter und so weiter, gleich aus den Wolken. Aber das Geheimnisvolle, also ein sehr schönes Zeichen für das Göttliche. Im Schwarz-Weiß, ich habe die auch in Farbe gemacht. Ich zeige jetzt hier nur immer ein Blatt. Da habe ich jetzt gerade mal 3 wieder da vorne. Da sieht man den Horizont und streng gesetzt. Und zwar tue ich den Horizont manchmal ganz fein hinsetzen. Man hat es auch bei Ölbildern schon gesehen bei mir. Die Grenze zwischen Chaos und Struktur, Chaos und Ordnung, Chaos und Gestalten, ist natürlich klein. Und wenn wir ja rausschauen, wenn ich als Maler schaue, und so ist es außen mal ein Chaos, und dann fange ich an zu gestalten und fange ich an zu fragen, was mache ich damit und was kann daraus entstehen. Und das ist auch wieder so ein Energiefeld. Und dann je nachdem, ob ich die Farbe hineinsetze, gibt es wieder etwas anderes oder es gibt eine andere Stimmung. Das kann man also mit der gleichen Platte kann ich wieder so verändern. Ganz anders zum Beispiel das Bild, das da seht ihr so nebeneinander. Sind auch meditative Bilder. Das ist wieder Ruhe und Bewegung. Manchmal ist mehr Bewegung drin, aber sind schon anders als bei diesen Jazzbildern, die ich zeigte, wo es dann der Rhythmus ist, wo natürlich Bewegung noch stärker drin ist. Aber dafür ist auch etwas vom Energiefeld drin. Ja.